Let's start again. Moin, ihr Zerberster und Zerbersterinnen und herzlich willkommen zum allerersten Part von Planet Coaster. Meine lieben Freunde, ich hab's ja lange angekündigt und jetzt hat's ein bisschen gedauert, bis es dann endlich losgegangen ist. Das lag einfach an der ganzen Osterzeit, Osterferien und hier und da. Ich habe ziemlich viel gestreamt, habe andere Projekte noch am Laufen gehabt. Jetzt langsam habe ich so ein bisschen Luft zwischendurch und kann endlich mal mich voll und ganz darauf konzentrieren, dass ich Planet Coaster regelmäßig auch bringe. Weil mir ist wichtig in Zukunft, wenn ich ein Projekt anfange, dann will ich das auch wirklich durchziehen. Zum Beispiel jetzt auch mit Landwirtschaftssimulator. Da habe ich eine Zeit lang wieder Videos gebracht, jetzt wieder keine. Das soll auch wieder aufgegriffen werden. Und diesmal will ich auch alles durchziehen, damit ich das einfach zeitlich neben den Livestreams geschafft kriege. Habe ich ja schon öfters erklärt. Das Problem ist bei mir immer die Livestreams. So, da sind wir aber auch direkt schon beim Thema, beim ersten Livestream. Oben rechts im Video, ja, seht ihr so ein kleines i oder so, wenn ihr darauf klickt, startet eine Umfrage. Da frage ich euch nämlich, wann ich immer in der Woche meinen Planet Coaster Livestream machen soll. Dienstag und Donnerstag geht nicht, weil da ist ja Empire. Deswegen könnt ihr voten, wann ihr immer den Livestream sehen wollt. Kurze Info, der Livestream findet immer in der Zeit von 18 bis 20 Uhr statt. Ich würde jetzt sagen, auf jeden Fall an der Stelle, wir fangen jetzt erstmal an hier mit Planet Coaster und bauen unseren Park The Legend, ja, angelehnt an das Minecraft-Projekt oder an den Minecraft-Server Legend. Ich habe ja gesagt, ich will so einen Fantasy-Mittelalter-Park bauen und ich würde sagen, Leute, epische Musik, auf geht's, guckt euch einfach mal diese Landschaft an. Sieht das nicht einfach geil hier aus? Ich meine, guckt euch das doch mal einfach an. Meine Güte, hier kann man so viel bauen. Hier können wir auf jeden Fall eine richtig dicke Achterbahn bauen. Hier kommt ein riesen Wasserpark hin. Da kommt, weiß ich nicht, irgendwas Schönes anderes hin. Hier werden Fressbuden und Dönerbuden und alles sonst hinkommen. Okay, wir fangen an mit dem Parkbauen. Ich habe keine Lust. Ich will nicht mehr zeigen. Ich will direkt loslegen. Meine lieben Freunde, es gibt so viel zu tun. Und wir müssen jetzt erstmal schauen, wo waren hier die Wege. Genau. Es hat sich nämlich einiges im Planet Coaster auch geändert. Unter anderem jetzt das Bausystem. Und ich würde sagen, damit wir hier nicht direkt am Anfang wieder Probleme mit den Besuchern bekommen, ja, reißen wir jetzt erst einmal das hier auf jeden Fall komplett ab, das Ding hier, also die Strecke am Anfang. Die Frage ist nur, wie kriege ich das hier weg? So, ne? Ja, zack, sehr schön. Jetzt können wir nämlich hingehen und können übrigens in den Optionen auch noch eine Sache einstellen. Das würde ich euch, euch auch empfehlen, und zwar im Spiel, Szenerie, Kollisions deaktivieren, genau. Da kann ich nämlich direkt an den ganzen Sachen bauen quasi, an den Attraktionen und so, kann ich Steine reinbauen und so. Ich muss nur aufpassen, dass die nicht kollidieren, weil sonst sterben die Leute und das will ich ja nicht, dass die Besucher bei mir hier im Park sterben. Weil dann würde mein Park keinen guten Ruf bekommen und dann würde keiner irgendwann mehr in den Park kommen und dann wäre ich ganz traurig, weil ich dann sehr schnell pleite wäre. So, okay, ja komm, wir machen das so. 8 Meter sollten auf jeden Fall dicke reichen. Und dann bauen wir jetzt erstmal hier schön quasi einen richtig schönen breiten Weg rein. Ja, so, und dann würde ich sagen, soll man den Park in zwei Richtungen begehen können. Ich lasse auch schon mal extra ein bisschen Platz, denn ich habe ja vor, einen richtig krassen, epischen Parkeingang zu bauen. Jeweils auf beiden Seiten, also das wird noch kommen, ja, also nicht wundern. Jetzt am Anfang eben halt noch nicht. Das wird dann noch mit der Zeit kommen, wenn ich dann die Zeit finde, den mal zu bauen. So, und dann setzen wir das nämlich mal hier so. Zack, hier rüber, ja, genau. So, zack. Und dann hier auch nochmal. Zack. Sehr schön. Und dann haben wir nämlich jetzt hier auf beiden Seiten quasi so eine Art Y, wo man den Park halt betreten kann. So, und dann muss ich jetzt mal eben ganz kurz schauen. Wir haben nämlich unter Läden und Servicegebäude, genau, Parkeingänge. Da will ich aber angepasst erstmal machen. Genau, dann wollen wir nämlich den jetzt dahin kloppen. Kann man den? Kann den nur so bauen? Nö, so will ich das aber nicht. Was ist das denn? Och nö. Da habe ich den ganzen Weg jetzt umsonst gebaut. Dein Ernst? Oh, Mann, ey. Ich habe gedacht, Planet Coaster ist das Parkspiel der uneingegrenzten Grenzen oder Dinge oder was weiß ich nicht. Ich habe gedacht, hier kann man machen, was man will. Oh, jetzt müssen wir erstmal gucken. Okay, dann bauen wir den doch so wieder. Super, hat sich ja schon erledigt. Toll, ich habe schon Minus gemacht. Alleine schon für meine Wege habe ich Geld ausgegeben ohne Ende. Das Problem ist halt, ich bin jetzt echt sehr pingelig. Bin auch ein bisschen gewohnt, dass ich ein paar Millionen habe auf dem Konto hier, ne? Ich habe 1 Million und keinen Cent auf der Bank. Ich bin immer noch blank. So, jetzt müssen wir eben mal schauen, dass wir das hier eben dran setzen. So, ja, müssen wir mal gucken. So, zack, sehr schön. Dann haben wir das nämlich auch geregelt. Und dann können wir hier gucken. Das war
mal schnell hingehen und hier wieder in den Weg nehmen. Ja, den Schraubenbarber jetzt auf. Eigentlich wollte ich den auf 8 haben. Macht er das hier nach? Okay, ja, das macht er erst danach. Ja, da müssen wir gucken. Da muss ich dann später das bauen mit dem Eingang. Vielleicht habt ihr auch Tipps. Ich hatte mal einen richtig großen, da waren aber mehrere Wege, weiß ich noch. Da war das echt ein bisschen kompliziert gewesen. So, zack. Hier soll das auf jeden Fall erstmal so sehr gerade sein quasi. Ja, so, zack. Übrigens, in den Livestreams werde ich mir dann die Zeit nehmen, wirklich genau alles zu bauen, ne? Also gerade Achterbahnen und so. Ihr wisst, wie lange ich da teilweise dran gesessen habe nachher an den Achterbahnen, die ich gebaut habe. Also da war ist schon echt ordentlich Zeit reingeflossen, ja. Da habe ich echt ziemlich lange teilweise manchmal dran gebaut. Und das will ich auf jeden Fall dann gerne fortführen hier. Und jetzt kann ich ja bei dem Park auch noch viel größer bauen, ne? Also das ist das Nächste. So, und dann haben wir jetzt hier mehrere Hauptstraßen. Sehr schön. Und da werden wir nämlich jetzt gucken, dass wir da direkt mal ein bisschen Gas geben. Wir werden jetzt am Anfang erstmal einfach hier mit so Attraktionen ganz normal starten. Ich habe mir schon überlegt, wir werden hier erstmal ein bisschen schöner bauen. Ich werde jetzt direkt hier schon versuchen, am Anfang möglichst alles schön zu bauen. Und auch wenn der Parkeingang jetzt nicht gerade der schönste ist, erstmal, das können wir ja nachher noch alles umbauen. Ja, nehmen wir lieber mal andere Bäume. Es gibt hier nämlich diese richtig schönen Tannenbäume, ja. Die unter anderem, aber die hier finde ich noch schöner. Die sind richtig... Ach, die mag ich ja. Die sind schön. So, dann setzen wir davon nämlich jetzt welche mal hier hin. So, zack und zack. Dann kommt da noch eine hin. So, dann setzen wir hier eine Tanne hin, da eine Tanne hin und hier eine Tanne hin. Und es gibt übrigens ganz viele neue Sachen, auf die wir achten müssen. Wir müssen Sicherheitspersonal in unserem Park auch reinbringen, weil sonst haben wir bald ein Problem. Ja? Dann wollte ich mal gucken, hier haben wir so Laubfelsen. Die passen natürlich auch ziemlich schick dazwischen. Ich hoffe, dass vielleicht noch ein bisschen Botania dazugekommen ist, also botanische Pflanzen und so. Weil ich fand immer noch, das Grünzeug war sehr, wie soll ich sagen? Hä? Wenn ich das... den da nicht dran setzen. Wartet mal. Dass ich da irgendwas falsch eingestellt habe. Moment, wir machen das mal so. Wie hatte ich das? X, ne? Ja, jetzt geht's. Okay. Ja, da muss man hier wieder mit X arbeiten und so. Da müssen wir sowieso mal schauen. Ich weiß nicht, wie das aussieht. Das könnt ihr mir natürlich gerne auch in die Kommentare schreiben. Ob ihr euch wünscht, dass ich wieder mehr mit Timelapse dann arbeite. Also das Wichtige ist für mich, ich möchte gerne, dass wir so eine Art Schnittmuster finden bei den Videos. Und das ist so eine Sache, das ist neben den Livestreams halt mega aufwendig. Herausforderung verfügbar, ja. Da Timelapse und so aufzunehmen, ne, das ist halt eine gewisse Zeit, die dann immer drauf geht. Und dann auch noch das Video schneiden. Aber diesmal möchte ich wirklich, dass das richtig gut läuft, deswegen... frage ich mal nach eurem ehrlichen Feedback. Erwartet ihr gerne wieder, dass wir so Timelapses und so machen? Möchtet ihr das nicht so? Sagt ihr lieber, ja, Kevin, das passt, wenn du einfach aufnimmst und ein richtig... Oh, nice. Sie haben Seerosenblätter reingebracht ins Spiel. Holy shit, ist das geil. Kann man... Oh, sie haben es gemacht. Könnt ihr euch noch daran erinnern, dass ich gesagt habe, diesen weißen Busch, den müssen die reinbringen, dass man die Blüten wechseln kann? Sie haben es einfach gemacht. Das sind so grandiose Entwickler. Ich liebe sie einfach nur. Oh, die haben den ganzen Blütenbusch überarbeitet. Oh, das wollte ich nicht. Ey, der sieht einfach so schön aus. Der ist so... Oh, der ist so geil, dieser Blütenbusch. Doch, den müssen wir direkt mal hier hinpflanzen. Oh, guckt euch das mal an, wie schick das ist. Wie schön man damit jetzt bauen kann. Ich komme nicht klar auf mein Leben. Ey, diese Entwickler, ne? Die sind echt, also... Oh... Hier könnte ich noch ein bisschen Gras so oder so hinmachen, ne? Hier habe ich ja noch diesen anderen Busch. Den hier, genau. Passt hier auch nicht geil hin. Ah man, da machen wir jetzt hier so einen noch hin davon. Zack. Dann könnten hier noch so schön, richtig schön so Laternen oder so hin. Da müsste ich mal gucken. Davon könnte ich zum Beispiel Timelapse aufnehmen, wie ich einzelne Gebäude für meinen Park baue oder so. Habe ich ja gesagt, dass ich in so ein Sandbox-Ding gehen will. Da könnte ich jetzt einfach mal sagen, was haltet ihr davon, wenn ich im nächsten Video einfach mal so Sandbox-mäßig aufnehme, wie ich eine Laterne zum Beispiel für meinen Park baue? Weil ich will jetzt hier nicht so Laternen, sondern ich würde hier so Fackeldinger bauen oder so. Das würde natürlich richtig geil aussehen. Fackeln wir gar nicht lange drum rum, ne, wenn wir schon dabei sind. Schreibt es auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare. Genauso auch hier Getränke, Essensläden und so. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt auch mal damit an, dass wir so ein paar Fahrgeschäfte hier reinbringen. Das Ding ist halt nur, ne, nichts erforscht. Ich muss anfangen zu forschen. Wir machen mal normale Spielgeschwindigkeit. So, Parkverwaltung. Dann machen wir mal Attraktionen und Läden. Nee, wir müssen unter Forschung gehen. Forschung starten. Ja, und wir brauchen auf jeden Fall erstmal Attraktionen. Nervenkitzel, Fahrgeschäft. Eine verrückter Klassiker. Drehen und Wirbeln.
Die ganze Familie kann hier hocken. Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit etwas für Jugendliche und Erwachsene an. So, kostet schon 500 im Monat. Ja, jetzt sollte ich auf jeden Fall mal schauen. Mache ich ganz kurz Pause, dass ich jetzt erstmal Attraktionen baue, Fahrgeschäfte, damit ich jetzt erstmal überhaupt Geld reinbekomme. Das Problem ist nur, die sind sehr, sehr teuer. Ich muss mich für eine Sache entscheiden. Der Insanity, der ist schon ziemlich, ziemlich nice. Könnte ich überlegen, ob ich den nehme? Oder, ich glaube, ich fange lieber mit was günstigerem an, wo ich auf Nummer sicher gehen könnte. Hier, ne? Der Spaß 5,8, 5, ja, das hat hier auch den größten Spaßfaktor und alles hier. Ja gut, dann würde ich sagen, fangen wir mit der Attraktion erstmal an. So, die setzen wir als allererstes einmal hier hin. Ich würde sagen, so passt das auch schon. Ja. Zack, die bauen wir so hin. Genau, dann tun wir jetzt den Eingang hier platzieren. Die Frage ist nur, soll ich den so hier dran bauen oder so? Ja, komm, ich mach das so, weil ich habe eine Idee, wie ich den dann baue. So, und dann machen wir hier direkt den Ausgang. Ja, super, super easy, leicht. Oh, kann ich nochmal zurückgehen? Ja, kann ich. Mir fehlt hier das Geländer und so jetzt irgendwie. Ich weiß nicht. Da muss ich bei den Wegen, glaube ich, einstellen, ne? So, zack, zack, zack. Zack. So, und Ausgang platzieren. Macht er nicht, ne? Warum fehlt hier das Geländer? Oder kann ich das hier einstellen? Nee. Mir fehlen überall die Geländer. Das stört mich gerade so ein bisschen bei den, bei der Attraktion. Ich lasse es jetzt einfach mal so. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, wie man das da reinbekommt. Prestige. Oh, der Ruf steigt sogar von der Sache. 14 Jahre bis zum Klassik-Status. Ja, dann gehen da immer mehr Leute rein. Dann kann man das, ein Imagewechsel dreht für ein Fahrgeschäft die Zeit zurück und gibt ihnen den Status etabliert zurück. Imagewechsel ist, Imagewechsel nicht nötig. Okay. Ja. Hier, Prestige. Die Attraktivität und der Wert, den ein Fahrgeschäft für Gäste hat. Das Prestige eines Fahrgeschäfts setzt sich zusammen aus Fahrterlebnis, Warteschlangen, Szeneriebewertung, Ruf. Gäste sind bereit, für Fahrgeschäfte mit höherem Prestige mehr zu zahlen. Ah, das ist geil. Ja, da können wir mal gucken. Also, da kann ich dann mich jetzt reinarbeiten. Ich meine, das war ja auch mit Planet Coaster, wo es released ist, so, dass ich euch da sehr, sehr viele Tipps gegeben habe und auch Ratschläge. Und hier wird das auch nicht anders sein. Ich denke mal, ich werde sehr schnell in der Materie drinne sein und dann euch auch Tipps geben können, ja, wie das so ist, wenn ihr dann, ja, so Prestige habt, was ihr da am besten für Preise verlangen könnt und so. Da werde ich auf jeden Fall gucken, dass ich mir da dann Mühe gebe, ne? Eingang mit Weg verbinden, genau. Das machen wir auf jeden Fall. Es gibt hier keinen. Oh, es gibt hier keinen. Doch, den gibt's hier. Nehmen wir lieber den, ne? Steine. Es gibt hier keine anderen Steine mehr. Doch hier. Ja, sehr gut. Nee, das sind normale Wege. Leute, bei der Warteschlange gibt es den gar nicht. Doof ist das denn? Ja, okay, komm, dann machen wir das so, so, so. Ah, so kriege ich aber das Geländer auch hier rein. Okay, sehr schön, dann haben wir das. Sehr, sehr nice. So, und dann fangen wir das nämlich jetzt an hier zu bauen. Genau, und dann bauen wir den hier schön gerade den Weg. So, zack, 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 zack. Dann können wir hier nochmal einen setzen. So, zack, zack. Ja, hier, zack. So, und dann mache ich hier wieder einen so. Und... nee, ich will den noch nicht dran setzen. Noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Wenn ich das so mache, ist das wieder sehr eng, ne? Hm. Sollte ich dann lieber erstmal einen so quasi gehen? Und dann machen wir hier hoch. Ja, dann könnte ich die Warteschlange nochmal ein bisschen schöner bauen, ne? Dann habe ich da auf jeden Fall schon mal mega den Vorteil, dass das natürlich am Ende dann viel, viel schicker aussieht. So, zack. Sehr schön. Dann haben wir das nämlich auch. So, zack, 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 zack. So, jetzt muss ich eben ganz kurz beim Weg hier erstmal weiterbauen. Da machen wir das Geländer und so aus erstmal. Ja. Der sieht schön gerade aus, ne? Ja. Und der auch. So, den setzen wir da wieder dran. Und dann kann ich nämlich jetzt hier schön das Geländer so quasi. So, den Eingang. Sehr schön. Haben wir schon mal geschafft. Das Erste, was wir natürlich machen in der Nähe, ist immer schön... wir müssen jetzt gucken, dass wir eine Sitzbank hier hinbauen. Ich würde sagen, ich nehme sogar die hier. Ich finde, die passt schon relativ gut hier rein in den Park. Aber das ist endlich schön, ne? Ihr glaubt gar nicht, wie befreiend das ist, dass ich nicht mit den... oh, krass, die haben sogar neue Parkmülltonnen reingebracht.
Aber da gucken wir erstmal. Es gibt ja eine Fassmülltonne. Die passt eigentlich sehr gut rein. Die hier passt auch ziemlich gut rein. So mittelaltermäßig habe ich aber jetzt nicht viel, ne? Oh, die haben aber echt sehr viel Neues reingebracht. Okay, die passt jetzt nicht unbedingt in meinen Park. Hatten die nicht sogar so eine... Ah, ja, hier. Palastsitzplätze, aber die passen hier nicht hin. Die mache ich hier nicht. Hier ist auch die Palastmülltonne, ja. Ich nehme, glaube ich, lieber hier die... Entweder die oder die hier. Ich glaube, die passt sogar besser. Die ist, glaube ich, sogar für diese Sitzbank gedacht. Jetzt haben sie es sogar so gemacht, dass die Mülltonnen sich da perfekt anpassen an beiden Seiten. Finde ich auch eine geile Sache. Jetzt kriegt man das relativ leicht gebaut. Sehr schön. Und dann können wir nämlich loslegen und können das alles hier noch ein bisschen schicker machen. Und in der nächsten Folge werden wir dann nämlich schauen, meine lieben Freunde, dass wir dann noch irgendwie den ein oder anderen Futterladen und die ein oder andere Toilette hier hingebaut kriegen, damit das Ganze natürlich dann nochmal ein bisschen parklicher wirkt. Und dann können wir auch schon in Kürze anfangen, unseren Park zu eröffnen, ja. Da können dann am Anfang die Leute hingehen, die den Park unterstützen wollen. Und dann werden wir nach und nach mit den Einnahmen versuchen, unseren Park immer mehr zu erweitern. Denn Geld habe ich ja momentan, wie ihr seht, nicht gerade das meiste am Start. Weil ich auf Schwierigkeitsgrad, ich glaube normal spiele ich, spiele. Und da hat man halt nicht ganz so viel Geld am Anfang, ne? Das ist, ja, hier sind die Kameras zum Beispiel. Die kann man nämlich jetzt anbringen hier. Aber die sind auch, ja okay, die gehen eigentlich vom Preis her. Da können wir sogar überlegen, dass wir hier eine schon mal hinbauen, so eine Sicherheitskamera. Das Geile ist, ich kann sogar in die Kamera reingehen und kann die steuern hier. Kameras, so zack, seht ihr? Da kann ich sogar ranzoomen und rauszoomen. Mega cool gemacht. Vielleicht kann man sogar den Frauen, ja, okay, gut, ich höre auf. So, da kann man auf jeden Fall einiges mit anstellen. Das ist auf jeden Fall eine richtig, richtig coole Sache. Und dann schauen wir mal ganz kurz. Szenerie, wo hatte ich denn die ganzen, ja, Spezialeffekte? Und da waren nämlich diese Boxen und so ein Kram. Genau, da kann ich nämlich dann hier diese Lautsprecher reinsetzen. Quasi. Ja, ich setze den jetzt erstmal hin. Und dann kann ich nämlich hier mit X anfangen, das Ding zu drehen und zu wenden und alles und reinzusetzen. Sehr, sehr schick. Das funktioniert doch schon mal prima. Nice. Das läuft auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Sieht auch schon mal ziemlich schick aus. Finde ich eine saugeile Sache. Und ja, dann würde ich mal sagen, meine lieben Freunde, das war es eigentlich auch schon vom ersten Part. Planet Coaster. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ich bin jetzt heute noch nicht so vorangekommen. Ich will jetzt erstmal von euch wissen, wie es mit den Timelapse steht. Ob ihr da Bock drauf habt. Vergesst auf jeden Fall nicht, für den Livestream-Tag zu voten, ja. Oben rechts in der Ecke, wählt den Tag aus. Denkt dran, 18 bis 20 Uhr wird er stattfinden. Uhrzeit kann ich euch leider nicht voten lassen, denn da muss ich mich leider an mich selbst richten und an die Zeit, die mir zur Verfügung steht. Und dann hoffe ich, dass wir hier eine geile Zeit wieder haben werden in Planet Coaster. Ich für meinen Teil habe auf jeden Fall ziemlich, ziemlich Bock und würde mich natürlich über eine positive Bewertung und euer Feedback freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wer in Zukunft kein Planet Coaster mehr verpassen will, kann natürlich auch gerne rein abonnieren und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!